So. Tja, dann wird wohl vorerst nichts daraus, dass wir uns hier treffen. Dafür schauen wir uns ein bisschen um, denn hier gibt es auf jeden Fall ein paar Audiologs. So, die mal kurz ausgeschaltet, damit sie ja nicht rumnerven. Und dann schauen wir mal, was es denn hier so zu erfahren gibt. Das Subjekt macht nur langsame Fortschritte, scheint sich aber zu erholen. Die zentralen Organe funktionieren wieder und es gibt Anzeichen von rudimentärer neurologischer Aktivität. Um den Prozess zu beschleunigen, sind wir von simpler Rekonstruktion der Organe zu biosynthetischer Fusion übergegangen. Die ersten Resultate sind vielversprechend. Gut, also das sind Logs, die mit dem Cerberus, mit dem Cerberus-Projekt, mit dem Lazarus-Projekt zu tun haben. Herr Update, die Kosten dieses Projekts sind astronomisch, bisher über 4 Milliarden Credits. Aber niemand scheint es zu interessieren, dass wir das Budget überschritten haben. Ich weiß ja nicht, woher der Boss so viel Geld nimmt. Ist vielleicht auch besser so. Ich würde mir nur wünschen, dass er hin und wieder mal ein Sümmchen in meine Richtung schiebt. 4 Milliarden Credits, unglaublich. Gut, und hier haben wir einen Wandsafe und da werden wir sehen, es gibt ein neues Minispiel. Es ist nicht mehr wie im ersten Teil mit dem Dechiffrieren, sondern hier gibt es ganze 2 Minispiele, die neu sind, glaube ich. Das erste haben wir hier, das ist eine Art Memory. Wir müssen einzelne Knoten markieren und müssen dabei gleiche Symbole finden. So, wie das Ganze aussieht, sehen wir, wenn wir hier starten. Erst wenn wir drauf gehen, sehen wir die ganzen Sachen und dann sind sie ganz kurz sichtbar. Man kann auch mit der Zeit... kann man dann schon erkennen an diesen Linien, an diesen Verbindungslinien, dass einige Sachen zusammengehören. Und es geht auch auf Zeit. Also wir kriegen dann meistens Credits aus diesen Wandsaves und je länger wir brauchen, desto weniger Credits kriegen wir dabei. Das heißt, wir sollten uns beeilen. Man kommt aber mit der Zeit ziemlich gut rein in die Sache und es ist eigentlich kein Problem, die zu lösen. Lauf, Bitch! Zu spät, glaube ich. Den Mac, dem werden wir hoffentlich nicht begegnen. Update. Miranda ist mir ein Rätsel. Als Projektleiterin sollte sie angesichts unserer Fortschritte etwas mehr Begeisterung zeigen. Aber sie ist und bleibt eiskalt. Vielleicht macht sie sich Sorgen, dass Shepard hier zum neuen Liebling wird. Oder sie ist einfach nur ein kaltherziges Miststück. Vielleicht, vielleicht. Wir werden es sehen. Denn Miranda wird uns in diesem Spiel begleiten. Ich hab sie. Ja, wer bist du denn, mein Freund? Das werden wir gleich noch sehen. So, vielleicht steht der nochmal auf hier. Komm nur rüber! Nö, will nicht. Ist ja auch toll. Dann machen wir das mal so. Wir können ja zum Glück. Hallo? Um die Ecke schießen, wollte ich sagen. Ah, jetzt. Was machen Sie denn hier? Ich dachte, Sie wären noch gar nicht fertig. Gehören Sie zu Miranda? Ja, tut mir leid. Ich habe vergessen, dass das alles neu für Sie ist. Ich heiße Jacob Taylor. Ich bin hier stationiert seit... Feinde entdeckt. Scheiße. Es muss schlimmer sein, als ich dachte, wenn Miranda Sie hier rumlaufen lässt. Ich sag Ihnen alles, aber erst sollten wir Sie mal zum Shuttle bringen. Ich weiß, das ist kein guter Zeitpunkt, aber ich will nicht länger hier rumstolpern, ohne zu wissen, was los ist. Also gut, ich gebe Ihnen die Kurzfassung. Sie und Ihr Schiff wurden angegriffen und zerstört. Dabei wurden Sie getötet. Sie waren mausetot, als man Sie hierher brachte. Unsere Wissenschaftler haben Sie in den letzten 2 Jahren wieder zusammengesetzt. Sie lagen die ganze Zeit über im Koma. Oder schlimmer. Willkommen zurück in Ihrem Leben. Das sind auf jeden Fall tolle Infos. Das ist... Ich habe große Probleme, das einfach so zu akzeptieren. Ja, kann ich mir denken. Die Allianz hat offiziell erklärt, Sie seien im Einsatz gefallen. Die gesamte Galaxie hält sie für tot. Und wenn wir es nicht zu den Shuttle schaffen, stimmt das sogar. Gab es noch weitere Überlebende von der Normandy? Ich sag Ihnen was. Sie helfen mir, diese Mechs zu erledigen und dann können Sie mir den ganzen Tag lang Fragen stellen. Wir haben zwar kaum noch Thermomagazine, aber ich bin Biotiker. Geben Sie einfach Befehl, wenn ich auf irgendwas mit der guten Munition schießen soll. Gut, das können wir ja auch. Aber an dieser Stelle, das habe ich beim Anspielen festgestellt, müssen wir tatsächlich das Befehlsmenü aufrufen und das machen. Ansonsten kommen immer wieder neue Mechs, wenn wir hier das nicht tun. So, dann lassen wir Jacob das hier mal tun. Und
betätigen uns selbst auch ein wenig. Sie ziehen sich zurück. Und damit hat sich das schon erledigt. Okay. Ich habe versprochen, Ihre Fragen zu beantworten. Was wollen Sie wissen? Sie sagten, mein Wiederaufbau habe 2 Jahre gedauert. Wie schlimm waren denn meine Verletzungen? Ich bin kein Arzt, aber es war echt übel. Als ich Sie das erste Mal gesehen habe, waren Sie nur ein Haufen Fleisch mit Schläuchen. An jedem anderen Ort hätte man Sie nur noch in einen Sarg geschaufelt. Aber nicht beim Lazarus-Projekt. Neueste Technologie. Was meinen Sie damit? Klonen? Kybernetik? Die Einzelheiten kenne ich nicht. Da müssen Sie die Wissenschaftler fragen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass Sie kein Klon sind. Man wollte Sie genauso zurückbringen, wie Sie vorher waren. Sie sind immer noch Sie selbst. Vermutlich nur ergänzt durch ein paar neue Teile hier und da. Was können Sie mir über das Projekt erzählen? Gab es andere Testsubjekte? Das Lazarus-Projekt hatte nur ein Subjekt. Es ging ausschließlich darum, Sie zurückzubringen. Nur Sie. Selbst das war eine gewaltige Aufgabe. 2 Jahre. Die besten Wissenschaftler. Und die beste Technologie, die man für Geld kaufen kann. Ist auch schön, wie wir im Hintergrund noch Todesschreie von anderen Leuten hören, während wir hier ganz gemütlich miteinander sprechen. Wissen Sie irgendwas über diesen Angriff? Wer steckt dahinter? Und worum geht es dabei? Keine Ahnung. Ich wollte gerade ein Nickerchen machen und dann... Bumm! Mehrere Explosionen. Und dann eröffnet plötzlich jeder Mech auf der Station das Feuer. Auf uns. Ich vermute, die haben hier jemanden eingeschleust. Man braucht die oberste Sicherheitsfreigabe, um alle Mechs hacken zu können. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist die Explosion der Normandy. Hat sonst noch jemand überlebt? Fast alle sogar. Aber einige Servicemen aus den unteren Decks kamen nicht mehr raus. Navigator Presley fiel einer Explosion zum Opfer. Aber alle anderen, auch die, die nicht zur Allianz-Crew gehörten, die Asari, Liara und die Quarianerin, sind lebend rausgekommen. Wissen Sie, was die heute so machen? Nein, weiß ich nicht, Commander. Es ist 2 Jahre her. Sie haben weitergelebt, die Allianz verlassen. Sie könnten überall sein. Sie waren mein Team. Wenn Sie wüssten, dass ich am Leben bin, würden Sie zurückkommen. Vielleicht können Sie sie ausfindig machen, wenn wir die Station verlassen haben. Falls wir die Station jemals verlassen. Was ist Ihre Aufgabe hier? Kommt drauf an, wen Sie fragen. Eigentlich bin ich Mirandas bester Lieutenant. Aber offiziell bin ich nur ein Soldat. Ich habe vorher 5 Jahre bei der Allianz gedient. Jetzt bin ich zuständig für die Sicherheit dieser Station. Meistens ist es langweiliger als jetzt. Normalerweise benutze ich meine Waffe nur bei Zielübungen. Als ich aufgewacht bin, hat jemand namens Miranda über Funk mit mir gesprochen. Der Kontakt brach ab, kurz bevor ich Sie getroffen habe. Miranda Lawson ist der leitende Offizier der Station. Sie hat das Lazarus-Team befehligt. Es war ihr Job, sie ins Leben zurückzuholen, koste es, was es wolle. Hätte mir denken können, dass sie versucht, sie zu retten. Sie wird sie jetzt bestimmt nicht aufgeben. Sie sagten, der Kontakt sei abgebrochen. Haben Sie eine Idee, was genau passiert sein könnte? Es gab Schüsse und eine Explosion, direkt bevor ich sie verloren habe. Sie kann durchaus selbst auf sich aufpassen. Trotzdem hoffe ich, dass sie in Ordnung ist. Was ist der schnellste Weg zu den Shuttles? Kommt drauf an, wo die meisten Mechs sind. Vermutlich ist es am besten, wenn wir... Test! Test! Ist jemand auf dieser Frequenz? Lebt da draußen noch jemand? Hallo? Wilson, hier ist Jacob. Commander Shepard ist bei mir. Wir haben gerade eine Welle von Mechs im D-Flügel erledigt. Shepard lebt? Wie zum Teufel? Ach egal. Sie müssen ihn da rausbringen. Gehen Sie zu den Wartungstunneln und dann Richtung Netzwerk-Kontrollraum. Verstanden, Wilson. Bleiben Sie auf dieser Frequenz. Ich erinnere mich an einen Wilson. Er hat mich untersucht, als ich mal kurz aufgewacht bin. Das ist richtig. Er ist der Leitende der Medizintech. Untersteht direkt Miranda. Kommen Sie. Die Wartungstunnel sind da entlang. Wieso war das für ihn jetzt so überraschend, dass wir noch am Leben sind? Irgendwie war das ein bisschen komisch, ne? Der Kommentar gerade. Gut, hier haben wir noch was, das wir mitnehmen können. Update. Das Lazarus-Projekt tritt in Kürze in seine letzte Phase ein. Es hat fast 2 Jahre gedauert, aber wir haben es geschafft. Commander Shepard lebt. Das ist die erstaunlichste medizinische Leistung in der Geschichte. Vielleicht zeigt Miranda jetzt endlich etwas Anerkennung für meine Leistungen. Vielleicht, wer weiß. Gut, wir sind also wiederbelebt worden und alle anderen Crewmitglieder haben überlebt, abgesehen von Navigator Presley und einigen, die wir nicht kennen weiter. Um die tut es mir natürlich leid, aber immerhin haben unsere Squad-Mitglieder überlebt. Das ist ja schon mal die Hauptsache und die werden wir alle in diesem Teil wiedersehen, wenn auch nicht alle in unser Squad wieder aufnehmen. Das werden wir dann noch sehen.
Erstmal müssen wir uns hier wieder rauskämpfen. Die ganze Station ist voller Max. Ich gebe wirklich mein Bestes. Gut, den haben wir. Oh, der war doch noch nicht tot. Na gut, dann gehen wir einmal hier rum und werden ihn zu Nier holen. Na, machst du mal bitte? Danke. Jawohl. Oh Gott, sie haben mich gefunden. Hilfe! Jacob? Wo sind sie? Serverraum B, schnell! Sie sind völlig außer Kontrolle! Die Treppen rauf! Oh Gott, ich bin Ja, er ist getroffen! Oh Gott, der Arme! Das tut mir leid, ich gehe nochmal kurz hier rum. Damit muss er leben. Die physische Rekonstruktion des Subjekts ist abgeschlossen, aber die mentalen und neurologischen Funktionen müssen alle noch überprüft werden. Unsere Befehle waren eindeutig, Commander Shepard wieder genauso herzustellen, wie er vor der Explosion war. Mit der gleichen Moral und Persönlichkeit. Wenn wir seine Identität in irgendeiner Weise verändern, wenn er nicht mehr der gleiche Mann ist wie vorher, ist das Lazarus-Projekt ein Fehlschlag. Ich werde nicht zulassen, dass das geschieht. Das ist schon mal gut zu wissen, dass Cerberus nicht irgendwie an unseren Gedankengängen herumgespielt hat, an unserem Charakter. Shepard! Hoffen wir mal, dass wir uns darauf auch verlassen können. Aber erstmal retten wir lieber Wilson, würde ich sagen. Die Schweine haben mir ins Bein geschossen! Sie waren da, als ich zum ersten Mal das Bewusstsein wiedererlangte. Ja, das war ich. Können wir bitte erst darüber reden, wenn mein Bein versorgt ist? In der Notfallstation da drüben an der Wand müsste Medigel sein. Hoffentlich reicht es, um ihn wieder auf die Füße zu stellen. Holen Sie das Medigel aus der Notfallstation an der Wand! Gut, nehmen wir mit. Und dann versorgen wir den jungen Mann mal. Mit der Einigkeit... Wo ist er denn? Einigkeit? Ach, hier oben. Ja, da kann ich auch einfach die 3 drücken. Das kennen wir ja schon aus dem ersten Teil, die Fähigkeit. Hatten wir ja da Danke, auch. Shepard. Hätte nicht gedacht, dass Sie mir mal das Leben retten. Damit sind wir dann wohl quitt. Ich dachte, ich könnte die Sicherheitsmax vielleicht runterfahren. Aber wer immer hier war, hat das ganze System geröstet. Da geht gar nichts mehr. Wir haben nicht gefragt, was Sie gemacht haben. Warum haben Sie überhaupt eine Freigabe für die Sicherheitsmax? Sie haben im Bioflügel gearbeitet. Haben Sie nicht zugehört? Ich kam hierher, um die Sache in Ordnung zu bringen und außerdem wurde ich angeschossen. Wie wollen Sie das erklären? Ich kenne keinen von Ihnen. Gehen wir an einen sicheren Ort, um zu klären, wer die Schuld an allem trägt. Richtig, Shepard. Aber wir müssen Miranda finden. Wir können sie nicht zurücklassen. Vergessen Sie Miranda. Sie war drüben im D-Flügel. Der Sektor war voller Max. Das kann sie unmöglich überlebt haben. Ein paar Max schaffen Miranda nicht. Sie lebt noch. Und wo ist sie dann? Warum haben wir nichts von ihr gehört? Es gibt nur 2 mögliche Erklärungen. Sie ist entweder tot oder sie hat uns verraten. Ich kenne sie nicht lang genug, um ihr zu trauen. Das Projekt war praktisch Mirandas Baby. Sie würde es niemals sabotieren. Okay, vielleicht hat sie uns nicht verraten. Aber das ändert nichts an den Tatsachen. Wir sind hier, sie ist es nicht. Wir müssen uns selbst retten. Die Shuttlebucht ist nur ein paar... Heilige Scheiße! Wir können die Behälter überlasten, um einen Weg zu... Gut, um einen Weg zu den Shuttles freizuräumen, ich kürze das mal ab kurz. Die explosiven Kisten, ja, da er ein Techniker ist, der Wilson, machen wir da einfach mal die Überlastung. Hier gibt's also nochmal ein schönes Intro. Verschwinden wir von hier. Aber das kennen wir natürlich alles schon aus dem ersten Teil so ähnlich. Okay, wir haben sie erledigt. Aber langsam wird's eng. Shepard, wenn ich Ihnen sage, für wen wir arbeiten, vertrauen Sie mir dann? Das ist jetzt wirklich der falsche Zeitpunkt, Jacob. Wir schaffen es nicht, wenn er mit einem Schuss in den Rücken rechnet. Wenn Sie den Boss verärgern, riskieren Sie Ihren Arsch dabei, Jacob. Das Lazarus-Projekt. Das Programm, das sie wiederhergestellt hat. Finanziert und kontrolliert wurde es von Cerberus. Das wissen wir ja bereits, aber es ist gut zu wissen, dass Jacob so eine ehrliche Haut ist, dass er uns das hier bereits sagen möchte. Als ich ein Spectre war, habe ich mehrere Cerberus-Projekte zerstört. Ich sollte dafür mit dem Leben bezahlen. Woher der plötzliche Sinneswandel? Die Antwort darauf übersteigt meine Sold-Gruppe. Aber im Prinzip, naja, die Dinge ändern sich. Die Allianz hat sie für tot erklärt. Sie hat sie aufgegeben. Cerberus hat ein Vermögen ausgegeben, um sie zurückzubringen. Also, ich wäre auch misstrauisch. Aber jetzt müssen wir zusammenarbeiten. Ich dachte, Sie verdienen es, Bescheid zu wissen. Sobald wir von der Station runter sind, bringe ich Sie zum Unbekannten. Er wird Ihnen alles erklären. Versprochen. Guter Mann. Jacob ist ein guter Mann. Zum Unbekannten? Ist der für all das verantwortlich? Ja. Natürlich heißt er nicht wirklich so. Niemand weiß, wer sich dahinter verbirgt.
Es war ein Codename der Allianz für ihn. Und der ist ihm dann irgendwie geblieben. Mir ist völlig egal, wie er heißt, solange er nur meine Fragen beantwortet. Und zwar alle. Er hat viel Zeit und Geld investiert, um sie zurückzubringen. Gut, ist schon wieder das Gespräch leider abgestorben. Es ist immer ein bisschen schade, wenn man 2 Meter weitergeht, dass das dann unterbrochen wird. Aber gut, was soll's. Hier haben wir das 2. Minispiel. Hier geht es jetzt nicht darum, Memory zu spielen, sondern wir müssen genau dieses Abbild unter einer Reihe von anderen Bildern wiederfinden. Also genau mit diesem Schriftbild und dieser Einfärbung. So, dann legen wir mal los. Ich glaube, das ist direkt das hier. Jawohl. Und... Ah, Quatsch, ich Idiot. Verdammt. Machen wir das hier nochmal, ne? Jawohl. Und das letzte haben wir hier unten. Und damit haben wir es dann noch nicht. Okay. Das war das falsche, richtige? Scheint richtig gewesen zu sein. Sah zwar irgendwie falsch aus, aber war richtig. Okay. Ich muss mich da erstmal wieder dran gewöhnen. Also das ist wirklich was, wo man wieder ein bisschen reinkommen muss. Vor allen Dingen, weil die Textmuster relativ ähnlich bleiben immer. Sodass man die dann doch schneller erkennt mit der Zeit. Sie haben uns gesehen. Reise. So, dann machen wir mal eine Überlastung da drüben. Das muss wehtun. Glücklicherweise können wir ja um die Ecke schießen. Gut, hier drüben in der Ecke schauen wir jetzt erstmal, wenn da drüben erstmal nichts mehr kommt. Okay, wir können hier einfach hochgehen. Hier ist ansonsten auch kein Mannsafe oder so. Schauen wir mal. Dort einer? Ja. Yo! Drecksäcke. Okay, wartet mal. Erstmal eine Überlastung hier und du kriegst mal ein Zielmillion. Bin ich einmal so und den dahinter holen wir uns mit der Waffe. Gut, das läuft. Einmal in Deckung. Könnte helfen. Schön. Noch einer am Leben? Nein? Sehr gut. Dann gehen wir nämlich erstmal hier rüber. Da gibt es nämlich auf jeden Fall noch einen Safe zu knacken. Das weiß ich vom nochmal kurz anspielen. Halt. War ja noch was? Nee. Okay. Dann checken wir mal aus, was es hier alles so gibt. Erstmal ein Datenpad. Das knacken wir gern. Das ist das hier. Dann haben wir... Nein, nicht das. Das war ein kleiner Trugschluss vor allem. Ein Trugschluss. Ja, dann hat man natürlich ab und zu mal das Problem, dass einfach nicht das kommt, was man braucht, ne? Hier haben wir es endlich. Wo kommt denn das dann mal endlich? Hier. Gut, kommen wir bei 975 raus. Ist okay. Nehmen wir mit. Und können uns nochmal an dem anderen probieren. Das ist ein bisschen besser, weil man da bessere Chancen hat. Oh, ich Idiot. Ich hätte vielleicht vorher mal schauen sollen. Aber glücklicherweise kann man hier es einfach nochmal neu probieren. So, da haben wir zum Beispiel hier eins, das zusammengehört. Dann haben wir hier 2, die zusammengehören. Das war mit dem... Nein, verdammt, das war das drunter. Okay, ich sollte mal... Ich sollte ein wenig behutsamer vorgehen dabei. Aber wir sehen, wir haben so viele Versuche, wie wir wollen. Das ist eigentlich ganz schön. So, das war da. Das hatten wir hier. Ist halt immer nur, wenn man es schnell machen will, dann verkackt man es meistens. Wie es halt immer so ist. Gut, 900 Credits. Ah, geht besser. Ist noch Verbesserungspotenzial drin. Das Testsubjekt wurde geborgen. Aber der Schaden ist weitaus schlimmer als ursprünglich befürchtet. Außer den zu erwartenden Verbrennungen und inneren Verletzungen infolge der Explosion hat das Subjekt durch längeres Verweilen im luftleeren Raum bei Minusgraden erhebliche Zellschäden erlitten. Trotz des Ausmaßes des physischen Traumas versichert mir Wilson, dass das Subjekt wiederhergestellt werden kann. Das Lazarus-Projekt läuft wie geplant weiter. Ja, hat ja auch funktioniert. Wir stehen ja wieder. Aber ist trotzdem schon erstaunlich, ne? Aus dem kleinen Zellhaufen, der dann wahrscheinlich noch übrig geblieben ist. Erst verbrannt, dann eingefroren. Ja, haben wir es irgendwie wieder rausgeschafft und sind nun... Du sollst doch nicht dahinter in Deckung gehen. Sind nun wieder am Leben. Und natürlich bleiben wir auch am Leben, denn ein paar Max kriegen uns nicht klein. Los, hier entlang. Wir sind fast bei Miranda. Aber sie waren doch... Tot? Was zum Teufel machen Sie da?
Mein Job. Wilson hat uns alle hintergangen. Auch wenn Sie sich sicher sind, hat er so eine Begrüßung verdient? Er hat die Sicherheitssysteme sabotiert, meine Leute getötet. Und als nächstes wären wir dran gewesen. Sind Sie da ganz sicher, Miranda? Wir kennen Wilson seit Jahren. Was ist, wenn Sie sich irren? Ich irre mich nie. Ich dachte, das hätten Sie mittlerweile begriffen, Jacob. Sie hätten ihn am Leben lassen sollen, um rauszufinden, was er wusste. Zu riskant. Es hat mich zu viel Zeit und Mühe gekostet, sie ins Leben zurückzubringen. Ich kann nicht zulassen, dass sie jetzt schon wieder jemand tötet. Glauben Sie wirklich, Wilson wäre zu so etwas fähig? Jetzt nicht mehr. Wie Sie meinen. Was ist unser nächster Schritt? Wir steigen ins Shuttle und starten. Mein Boss will mit Ihnen reden. Sie meinen den Unbekannten? Ich weiß, dass Sie für Cerberus arbeiten. Ach, Jacob. Ich hätte wissen müssen, dass Ihr Gewissen Sie übermannt. Den Commander anzulügen ist keine gute Methode, um ihn auf unsere Seite zu ziehen. Nun, da wir ohnehin gerade alles offen ausbreiten, haben Sie vielleicht sonst noch irgendwelche Fragen, bevor wir starten, Commander? Schon. Warum bist du nicht die Verräterin? Ich meine, beide haben, also bei Jacob, gut, der vertraut dir halt, weil er sie schon lange kennt. Aber Shepard hat ja auch jetzt ein bisschen arg schnell vertraut, finde ich. Oder? Kommt mir das nur so vor? Wie praktisch, dass Sie erst hier aufkreuzen, als wir gerade gehen wollen. Wo waren Sie während des Angriffs? Abgesehen davon, Ihr Leben zu retten? Wilson hat rausgefunden, dass ich Ihnen geholfen habe und eine ganze Armee Max auf mich gehetzt. Ich kam hierher so schnell ich konnte. Womöglich ein wenig zu schnell, wenn Sie Wilson fragen. Was ist mit dem Rest der Stationsbesatzung? Das ist die Evakuierungszone. Wenn Sie jetzt nicht hier sind, kommen Sie auch nicht mehr. Wir können nicht weg, ohne absolut sicher zu sein. Wir müssen zurück und nachsehen. Kapieren Sie es nicht? Gerettet muss hier nur einer werden, und zwar Sie. Alle anderen sind entbehrlich. Sie hat recht. Wir kannten alle die Risiken, als wir uns gemeldet haben. Ohne sie hat das alles keinen Sinn. Also wir sehen schon, Miranda ist ein ganzes Stück weniger mitfühlend als Jacob. Die ist knallhart in allem, was sie tut. Wohin fliegen wir? Zu einer anderen Cerberus-Anlage. Der Unbekannte wartet dort auf Sie. Ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen vertraue. Das ist das einzige Shuttle, das die Station verlässt. Aber wenn Sie bleiben und zusammen mit den Max verrosten wollen, bitte sehr. Sie sind die Leiterin des Lazarus-Projekts, richtig? Stimmt. Ich habe 2 Jahre meines Lebens in dieses Projekt investiert. In Sie. Was will Cerberus von mir? Das sollten Sie den Unbekannten fragen, wenn Sie ihn treffen. Er hat nahezu unbegrenzte Mittel für Lazarus zur Verfügung gestellt. Offensichtlich hat er etwas mit Ihnen vor. Ich habe für den Rest meines Lebens genug von dieser Station. In Ihrem Fall sind es sogar 2 Leben. Gehen wir. So ein richtiger Star Wars-Moment, finde ich.